Probieren wir mal aus. Dann haben die halt noch als Produktionsstätte. Ah, scheiße, die haben ja die Dingens als Produktionsstätte. Ich hier. Ich glaube ja nicht, dass die für an sich verkaufen werden, wenn sie noch die U-Boot-Dinger haben. Dann kommt ihr da ran. Eine auf jeden Fall. Nein, nicht wegfahren, bitte. Schön da stehen bleiben, du kommst da ran. Du müsstest da auch eigentlich rankommen, obwohl du meinst. Ich hoffe mal, dass dort dann alle waren. Nein, es gibt noch mehr Kacke. Dreh die mal um. Mach mal den kaputt da. Denn es ist bestimmt noch hier ein. Irgendeiner muss ja treffen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das war nicht geplant. Das war mal so ganz und gar nicht geplant. Das heißt, alles, was geht, auf die Dingens. Müsst ihr eigentlich tot sein? Bei dem ganzen Kram, was hier noch steht, müsste die Tesla-Spule danach eigentlich Schrott sein. Haben sie den echt nochmal nachgebaut? Schweinhunde, die? Was? Achso, Marineeinheit verloren, ja, ja. Ein einziges großes Kraftwerk mussten wir noch haben. Ah, scheiße. Ah, kacke, das hat echt ausgereicht. Komm, dann nehmen wir noch ein paar. Kaufen wir noch ein paar Artillerie. Ja, Panzer. Und dann soll das an sich passen. Dann ist auch die. Endlich. Fertig. Ich werde den Panzer mal vorschicken. Reicht immer noch. Fahr mal hier rum. Alter. Die bauen aber. Oh. Wo kommst denn du her? Gut, weil sie die ganze Scheiße verkauft haben, ne? Das ist ja ein Problem, weil sie die ganze Zeit jetzt verkauft haben. Haben sie natürlich auch noch Geld. Gut, da ist ja auch noch Geld drin. Ich habe genug Geld. Das heißt, ich werde mal ein bisschen Dingens machen. Meine zweite Waffenfabrik bauen. Lol, wo kommen die Mix her? Okay. Dass die jetzt noch Mix haben, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, MiG-Jagdbombe. Die haben noch Mix. Das ist nicht so schön. Hey, wieso haben die ja noch Mix, Mann? Gut, dann werde ich die Dinge auch halt kaputt machen. Konstruktion abgeschlossen. Ich werde mal ein bisschen dichter setzen, damit die nicht so weit zu fahren haben. So, zack. Man kann natürlich auch alles mit Marineeinheiten machen, ne? Aber hier oben ist nachher, sind nachher so viele Dingens, ne? Was eigentlich abnormal ist. So viele U-Boote und da bräuchte ich so viele Kanonenboote. Scheiße. Ich müsste nicht da ranfahren. Das ist kacke. Zack. Wir können dann natürlich auch alles so gut wie möglich mit der Artillerie regeln. Ihr dürft doch alle hier oben hinfahren. Im Endeffekt mache ich doch alles kaputt. Was eigentlich gar nicht wirklich Sinn der Sache war. Und die gehen auf meine Artillerie. Na gut. Oh, da kommen sie an sogar. Ich weiß nicht, warum manchmal die Artillerie einfach so blöd stehen bleibt. Und einfach nur irgendwie wartet. So. Ich hoffe mal, dass das denn endlich auch das gewesen war. Der ist. Komm mal dahin. Mit der Jagdbombe kann man auch vergessen. Problem ist, wenn ich jetzt alles weghaue, ne? Wir haben dann ja noch so eine. Was hat denn? Wir haben dann ja noch so einen Überschub, denke ich mal.
Tesla müsste eigentlich aus dem Betrieb sein. Ja, das ist gut. Das ist super, dass die Tesla-Spule jetzt endlich mal außer Betrieb ist. Die haben da noch einen Bauhof. Aber keine Kohle. Und erfolgreich? Nein, natürlich nicht. Na komm. Boah. Die haben da echt noch einen Bauhof? Mann. Ey, muss ich hier echt noch? Moment mal. Komm schon. Geht doch. Boah. Ich mach's mir aber auch schwer, ne? Wenn da jetzt noch ein so ein Ding steht. Ich werde mal speichern. Die Mission, die geht so lange, ne? Oh, und am Anfang so viel Unproduktivität, das ist kacke gewesen. Komm schon. Einsatz erfolgt. Immer noch nicht. Da ist noch eine. BMT. Ingenieur. Du mach mal den kaputt. Aber das ist ein U-Boot, oder? Ich weiß es nicht, ob das ein Dingens ist oder ein. Schien U-Boot zu sein. BMT. Ja, dann mache ich es mir einfacher und suche halt. So die. Station, in der ich hier die Dingens übernehme. Ey, das steht garantiert denn noch hier hinten irgendwo. Ihr sollt doch dichter fahren und das Ding denn kaputt machen, Mann. Ihr Behinderten. Das kann erstmal dauern. Hier noch. Keine Ahnung. Alter, das dauert echt. Dauert ein bisschen lange. Wenn ich da einen Panzer jetzt noch hinschicke. Ne? Gut, der hat das. Witzlos, dass der da drauf schießt. Gut, wenn der andere nicht drauf schießt, ist klar, dass das so lange dauert. Reicht. Komm runter. Kann auf jeden Fall schon mal ein Kraftwerk bauen. Zack. Damit halt ein bisschen schneller geht. Da hat man noch die ganzen Kram, was man hier auch bauen kann. Ich hoffe mal, das hat jetzt hinhaut. Primärbauwerk ausgewählt und da hat man auch halt das U-Boot. Das hätte man auch natürlich auch so machen können. Hier ein bisschen plätten, hier runterfahren, einnehmen und dann den ganzen Scheiß per U-Boote kaputt machen. Da haben wir es. Da kommt halt noch jetzt ein zweites U-Boot noch und das dürfte hoffentlich endlich gewesen sein. Alter, die Mission war ja mal richtig derbe. Die, an die Mission kann ich mich gar nicht so erinnern, dass das wirklich so war. Halt, Einsatz speichern kurz vorher. Einsatz gespeichert. So. Einsatz erfolgreich. Immer noch nicht. Oh, wie viele U-Boot-Stationen haben die denn? Kein Wunder, dass die so schnell die 100.000... Oh. Und so viele 100.000 U-Boot-Einheiten hinpushen konnten. Macht mir die ganze Scheiße da kaputt, Mann. Gut, an die wäre ich niemals rangekommen. Auch nicht mit einer Artillerie. Oh, na endlich. Wird doch Zeit. Da hat man nochmal schön... Kreuzer, die sind geil. Die Kreuzer sind doch echt gut. Die sind praktisch. Durch die halt enorme Reichweite. Da kann man schön die Tesla-Spur mit ärgern. Aber die Treffgenauigkeit ist mal so... Naja. Sagen wir mal so, die ist nicht so schön. 76 Verluste. Ja, ja, ja. Ho, 338 Verluste. Im Gebäude habe ich ein paar verloren. Gut. Na gut, ein paar Silos. Ein
paar Kraftwerke, es geht an sich. Mission 7 war es. Ich glaube 13 Missionen oder so gibt's. Wir haben immer unten genommen, wenn wir diesmal in Deutschland mal nach oben gehen. Okay, wieder kein Gespräch diesmal. Ach, so eine Art Chronosphäre. Oder was soll das darstellen? Jo, Chronosphäre. Unglaublich. Wir ließen es verschwinden und wieder auftauchen. Aber mit viel zu wenig Kontrolle. Wir hatten einige Verluste. Aber haben Sie diese Kontrollprobleme gelöst? Darum geht's ja beim ganzen Projekt Chronosphäre. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich wollte, dass Sie das hier sehen, damit Sie verstehen, wie wichtig Ihr nächster Auftrag ist. Geheime Forschungsstation getestet in einer Forschungsstation in der G-Zone bei Laich. Die Sowjets haben vor kurzem erfahren, was hier vor sich geht, und seitdem kommen ihre Bomber regelmäßig zu Besuch. Sie, Commander, müssen diese Forschungsstation beschützen. Und natürlich auch die Wissenschaftler darin. Begeben Sie sich sofort zu dem Stützpunkt und befestigen Sie ihn. Wir würden ihn ja räumen, aber dann wären Monate der Vorbereitung zunichte gemacht. Die Gebäude und ihre Einrichtungen müssen funktionsfähig bleiben, bis die Versuche abgeschlossen sind. Okay. Da hat man da die Flakkanonen. Da kommen die Jagdjäger. Schön auseinandergesprungen auf jeden Fall. Eieiei. Okay. Verstärkungen sind ein. Halten Sie Chronosphäre online. Speichern. Und ja, wir haben gespeichert. Also da ist keine Ahnung. Wir sollen auf jeden Fall dahin und die online halten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und da hört man schon, dass man wirklich sehr hart angegriffen wird. Ja, nichtsdestotrotz bleibt hier erstmal die Aufnahme für heute beendet. Und hoffe, ihr habt euch ja amüsiert, wie ich vorhin ein bisschen ausgerastet bin. Ja, war nicht viel Produktivität in der Mission auf jeden Fall drin. Ich denke mal, die Aufnahme war jetzt irgendwie knapp 2 Stunden lang, denke ich mal. Ja, aber trotzdem hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Und könnt ja gerne mit einem Daumen nach oben bewerten und wie ihr halt Commander Conquer generell die Spiele-Serie findet, wenn ihr schon mal eins gespielt habt. Ja, ich bin Adlerwache 1993, sag dann schon mal bis zum nächsten Mal mit dem Einheitenscreen, den wir beim nächsten Mal wieder haben, und damit sollen wir ja die Chronosphäre online halten. Ich bin raus, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.